Behind His Mask. Eine Steckspin-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 35. Point of View. Stegi. Und deswegen lautet die Lösung, x ist gleich 0,78. Mein Mathelehrer stand an der Tafel und ließ seinen strengen Blick durchs Klassenzimmer gleiten. Haben das auch alle verstanden? Brav nickten die meisten aus der Klasse, obwohl die meisten nicht im Entferntesten so aussahen, als hätten sie irgendwas verstanden. Gut. Herr Müller lächelte falsch. Dann kann ja einer von euch sicherlich eine Aufgabe an der Tafel lösen. Er ließ seinen Blick durch die Reihen der Schüler gleiten. Kurz blieb er bei mir hängen, sagte dann aber, Henrik, wie wäre es mit dir? Angesprochener zuckte leicht zusammen und stand dann langsam auf. In seinem Gesicht konnte man fast schon ein Fragezeichen stehen sehen. Schwuchtel, lenkte mich in diesem Moment ein leise geflüstertes Wort ab. Tim. Ach, der war ja auch noch da. Genervt drehte ich den Kopf zu ihm und versuchte, ihn möglichst lässig anzusehen. Ich hob fragend eine Augenbraue. In der Pause hinter der Turnhalle. Sei lieber da, sonst gibt's Ärger. Fauchte er leise und sein Ton deutete keinen Widerspruch. Ich schluckte hart und spürte Angst in mir aufsteigen. Solche Ansagen hatte ich schon des Öfteren bekommen und es war nie gut ausgegangen. Vorsichtig deutete ich ein Nicken an, woraufhin sich der Braunhaarige wieder von mir abwandte. Ich seufzte innerlich. Anscheinend ging es wieder los. Und ich hatte schon Hoffnung gehabt. Als die Pause begann, folgte ich Tims Anweisung. Klar, irgendwie war das nicht besonders schlau, aber ich hatte mich schon ein, zweimal seinen Ansagen entzogen und es jedes Mal im Nachhinein bereut, wenn er mich dann in die Finger bekam. Ein wütender Tim war weit schlimmer als ein Tim, wobei der auch schon nicht angenehm war. Mit zitternden Knien stellte ich mich neben die Turnhalle. Vielleicht wollte Tim ja auch nur reden. Ich versuchte, mir Hoffnung zu machen, obwohl ich im Endeffekt wusste, dass es nicht stimmte. Weil meine Knie nachzugeben drohten, lehnte ich mich gegen die kalte Turnhallenwand. Anscheinend hatte in der letzten Stunde hier keiner Unterricht gehabt, denn man konnte nicht ein Geräusch hören. Es war fast schon gespenstisch still. Ich biss mir nervös auf die Lippe, holte meinen Block heraus und begann irgendwas daran zu kritzeln, als mich plötzlich ein Ruf hochschauen ließ. »Gut, dass du gekommen bist.« Entgegen meiner Erwartungen war es nicht Tim, der das sagte, sondern Henrik. Tim lief einige Schritte hinter dem Jungen mit den wasserstoffblonden Haaren. Ich konnte noch einige andere an ihrem Schlepptau ausmachen, darunter Elias und Noah. Henrik braute sich vor mir auf, ein dreckiges Grinsen auf seinen Lippen. Weißt du, ich habe viel zu lange keinen mehr verprügelt. Meine Hände tun mir inzwischen schon richtig leid. Er lachte. Und deswegen bin ich echt froh, dass du hier... Weiter kam er nicht. Denn in diesem Moment stieß Tim ihn beiseite. Lass Stegi in Ruhe! Fauchte er und warf mir einen kurzen Blick zu. Kurzzeitig hatte mich eine ungewohnte Wärme umfüllt, als er »Lass Stegi in Ruhe« gesagt hatte. »Stegi«, hatte er gesagt. Nicht Schwuchtel oder den Abschaum oder sonst irgendeine Beleidigung. Nein, einfach nur Stegi. Fast schon hätte ich gemeint, Tim wollte mich wirklich in Schutz nehmen. Aber ich hätte ihn besser kennen sollen. Ich verprügel ihn und kein anderer, damit das klar ist. Seine Stimme hatte einen drohenden und wütenden Ton angenommen. Seine Augen funkelten Henrik fast schon hasserfüllt an. Jener schien unter Tims Blick zu schrumpfen und so nickte er hektisch. Der Braunhaarige sah Henrik noch einmal kurz mit zusammengekniffenen Augen an, ehe er sich mir zuwandte. Gut, dass du gekommen bist. Seine Stimme klang fast schon sanft. Ich nickte kurz und versuchte, mich möglichst klein zu machen,
Denn auch wenn Tims Blick heute zögerlich und irgendwie fast schon mitleidig wirkte, so hatte ich eine gewaltige Angst vor ihm. Du weißt, dass es sonst schlimmer geworden wäre, oder? Fragte er und erneut klang er nicht wütend, sondern vielmehr entschuldigend. Ich senkte den Blick und nickte wieder kurz. Ich hörte Tim ganz leise seufzen. Fast schon meinte ich, dass er mich in Ruhe lassen würde, als er plötzlich unvermittelt ausholte und mich voll im Magen erwischte. Schmerz breitete sich in meinem Körper aus. Ich krümmte mich zusammen, doch Tim packte mich an den Schultern und riss mich hoch. Einen winzigen Augenblick lang meinte ich so etwas wie eine stumme Entschuldigung in seinem Blick zu sehen. Doch viel zu schnell war es wieder verschwunden. »Bleib gefälligst gerade stehen!« Tims Stimme hatte einen harten und traurig gewohnten Klang angenommen. Ich schluckte und zwang mich zu einem leichten Nicken, als Tim erneut ausholte und mich am Solarplexus erwischte. Gleichzeitig ließ er mich wieder los. Ich schnappte nach Luft und versuchte verzweifelt, mich auf den Beinen zu halten. Ich streckte Tim beide Hände entgegen, wie in einer verzweifelten Bitte, dass er aufhören möge. Doch er dachte nicht daran. Ein Schlag nach dem anderen traf mich. Ich versuchte, mich weiterhin auf den Beinen zu halten, meinen Körper bestmöglich zu schützen, doch es half alles nichts. Meine Knie gaben nach. Ich fiel zu Boden. Ein seltsames Geräusch entkam meinem Mund. Es war eine Mischung aus einem Wimmern und einem gehauchten »Stopp, bitte!« Ein Tritt traf mich an der Brust, raubte mir kurzzeitig die Sinne. Ich spürte, wie mein Kopf aufs Pflaster knallte, spürte, wie ein Fuß immer wieder gegen mich trat. Und dann war es plötzlich vorbei. Ich hörte, wie sie weggingen und öffnete vorsichtig die Augen. In genau dem Moment drehte Tim sich zu mir um und unsere Blicke trafen sich. Ich wusste nicht, was sein Blick bedeutete. Aber ich wusste, dass es nicht der altbekannte und hasserfüllte war. Er mag ja wie ein grausamer Bastard wirken, aber er kann noch ganz anders. Aber ja, du darfst es ziemlich übel nehmen, weißt du? Er meint das nicht so. Mir kamen Tobis Worte in den Sinn. Ich wollte sie ja glauben. Wirklich. Ich wollte ja glauben, dass Tim so anders war. Gar nicht so schlimm, aber manchmal, da konnte ich es einfach nicht. An diesem Abend kam ich erst spät ins Zimmer. Irgendwann hatte ich mich aufgerappelt, aber es nicht über mich bringen können, noch einmal aufzustehen oder in die Schule zu gehen. Stattdessen war ich an meinen Ort gegangen. An den Ort, wo ich mich wohl einzig in diesem Internat wohlfühlte. Tim schien nicht da zu sein. Jedenfalls nicht in unserem Zimmer. Seufzend zog ich mir meinen Hoodie aus und ersetzte ihn durch ein langes T-Shirt. Ich lief obenrum nicht in kurzen Sachen. Niemals. Ich wollte nicht, dass mich jemand so sah. Dann ließ ich mich ins Bett fallen. Ich starrte nach draußen und ließ den heutigen Tag Review passieren. Irgendwie war es ein ganz normaler Tag gewesen. Traurig. Das einzig Seltsame war, dass Tim so komisch reagiert hatte, als Hendrik mich verprügeln wollte. Lass Stegi in Ruhe. Ich seufzte kurz, wandte mich zur Wand und dann war da noch sein kurzes Zögern gewesen, bevor er zugeschlagen hatte. Der mitleidige, entschuldigende Ton. Aber der war sicherlich nur eingebildet gewesen. Ein lautes Klopfen unterbrach meinen Gedankengang und ich fuhr hoch. Mein Blick schoss sofort zur Zimmertür, doch diese war weiterhin verschlossen. Erneut rüttelte jemand an etwas, als mir klar wurde, dass es sich um die Badezimmertür handeln musste. Vorsichtig tapste ich dorthin. Stegi? Da war Tims Stimme. War er die ganze Zeit im Bad gewesen? Bitte hilf mir hier raus. Die Tür klemmt irgendwie total. Er klang nicht kalt oder drohend. Seine Stimme war eher verzweifelt und flehend.
Bitte, wiederholte er, woraufhin ich vorsichtig die Klinke runterdrückte und die Tür automatisch aufsprang. Die Tür spinnt total, meinte Tim mit einem genervten Blick und trat aus dem Bad. Sie lässt sich nur noch von außen öffnen. Er seufzte kurz und warf mir, der ängstlich zurückgewichen war, einen kurzen Blick zu. Schnell wandte ich den Blick ab und lief wieder zu meinem Bett. Der Ältere atmete hörbar aus und ich vernahm, wie er sich auf sein Bett fallen ließ. Eine Weile lang herrschte Stille. Ich versuchte angestrengt einzuschlafen und die Gedanken zum Ruhen zu bekommen. Doch mein Herz raste panisch in meiner Brust. Danke, hörte ich auf einmal Tim sagen. Unser Bett knarzte kurz, als würde er sich aufrichten. Schnell nickte ich, darauf bedacht, ihn nicht anzusehen. Kurz sagte niemand wieder etwas. Dann unterbrach Tim erneut die Stille. Es tut mir leid. Komplett überrumpelt von diesen Worten, hob ich nun auch meinen Kopf an und sah ihn an. Unsere Augen trafen sich. Aber ich habe es dir ja gesagt. Er lächelte doch. Es war kein glückliches Lächeln. Es war dir selber klar, dass es nicht so bleiben würde. Nicht? Er seufzte und augenblicklich wusste ich, was er meinte. Die Woche. Unsere Woche. Meine Worte von damals. Du musst sie vergessen, hörst du? Ich wollte dir auch noch sagen, dass, egal was passieren wird, dass diese Woche echt wunderschön war. Seine Worte hallten in meinem Kopf wieder. Du bist toll, Kleiner. Egal was passieren wird, ich mag dich und du bist toll. Vergiss das nicht, egal was ich hier sagen sollte. Ich wusste, dass er diese Worte meinte. Die Worte, mit denen er mir Hoffnung gab. Mir versprach, dass das alles keine Lüge war. Ich sah ihn wieder vor mir, diese Verzweiflung, diese Angst in seinem Blick, als er sagte, dass alles so bleiben würde. Ich mag dich echt, Kleiner. Schon damals wusste ich es wohl. Tief in mir drin wusste ich, dass er log. Hast du das damals alles nur gespielt? Fragte ich zögernd, ängstlich auf seine Antwort wartend. Wieder herrschte kurz Stille. Niemand sagte etwas. Dann ließ mich ein einzelnes Wort einen Schmerz in meiner Brust fühlen, den ich selten für möglich gehalten hätte. Seine Stimme klang zögerlich, irgendwie bedrückt, als würde ihn etwas behindern, es auszusprechen. Und dennoch tat er es. Ja. Kapitel 36. Am nächsten Morgen traf ich mich wieder mit Jay. Er holte mich morgens ab und wir fuhren zusammen zu ihm nach Hause. Der Schwarzhaarige hielt vor einer Doppelhaushälfte. Hier wohne ich. Jay lächelte leicht. Es war klein, aber fein, wie man so schön sagt. Er lachte leicht. Unsicher lächelte ich zurück. Ich wusste nicht, was ich von der Situation halten sollte. Na dann, komm, lass uns reingehen. Ich folgte dem Schwarzhaarigen zu der Haustür und wartete, bis er diese aufgeschlossen hatte. Das erste, was ich innerhalb des Hauses sah, war ein kleiner und weiß gestrichener Flur. Der Boden war aus schwarzen Fliesen und an der Seite hingen mehrere Jacken. Jay sah mich unsicher lächelnd an und begann mir dann die Wohnung zu zeigen. Sie bestand aus einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer sowie einer Küche und Bad. Ich fand sie teilweise ein wenig kitschig angerichtet, aber ansonsten war sie echt schön. Wollen wir einen Film gucken? Jay grinste mich fragend an. Ich nickte schnell und der Schwarzhaarige zog mich ins Wohnzimmer, wo er eine große Schublade öffnete. Ich kenne die eh schon alle. Er lachte kurz.
Ich glaube, ich habe einfach zu viel Freizeit. Er verdrehte grinsend die Augen. Also, such dir einen aus, meinte er und lächelte mich an. Mein Blick glitt über die Filme. Die meisten davon kannte ich nicht. Es sah so aus, als hätte Jay hauptsächlich Komödien und Romanzen. Love, Rosie hieß ein Film. Keine Ahnung, was das war. Saphirblau, Smaragdgrün und Rubinrot hatte er auch. Deren Namen kannte ich wenigstens. Dad hatte mir die Bücher immer vorgelesen und sie fand sie total toll. Schließlich entschied ich mich für, letztendlich sind wir dem Universum egal. Ich hatte keine Ahnung wieso, aber irgendwie mochte ich den Titel. Auf dem Cover konnte man zwei Menschen sehen, die sich gegenüberstanden und ansahen. Der eine Mensch war deutlich zu erkennen. Es handelte sich um ein ungefähr 16-jähriges Mädchen. Bei der anderen Person war es schwerer. Diese hatte eine Kapuze aufgesetzt und somit ihre Haare versteckt. Es hätte sich gleichermaßen um einen Jungen und ein Mädchen handeln können. Und die beiden Figuren waren ganz viele Köpfe aufgezeichnet, welche alle unterschiedliche Gesichter hatten. Zögernd drückte ich Jay den Film in die Hand, welcher kurz lächelte. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Er seufzte kurz. Dem Universum vielleicht. Aber mir könnte es so niemals egal sein. Er lachte und ich spürte leicht die Röte in meine Wangen steigen. Ich finde den Film ehrlich gesagt teilweise ziemlich langweilig. Aber naja, du hast ausgesucht. Er legte den Film ein. Es ging um A, eine Person, bei der man nicht sagen konnte, wer sie war. Denn A wachte jeden Morgen in einem anderen Körper auf und in einer anderen Familie. Jeden Tag ist A also jemand anders. Er ist er selbst und doch eine andere Person. Irgendwie paradox. Aber mir gefiel es. Denn irgendwie erinnerte A's Geschichte mich an mich selber. Im Prinzip war ich immer ich. Allerdings verstellte ich mich oder ich tat es nicht. Genauso war es bei A. Er musste sich immer verstellen, wenn er in einen neuen Körper kam. Musste so sein, wie der eigentliche Besitzer des Körpers, um nicht aufzufallen. Und dennoch war er immer er selber. Er sah nur anders aus, war dicker, dünner, blond, brünett, ein Mädchen oder eben ein Junge. Direkt am Anfang des Filmes steckte er in dem Körper eines Jungen namens Justin fest. Hierbei lernte er ein Mädchen kennen, Rhiannon, in welche er sich verliebte. A versuchte dauerhaft bei Rhiannon in der Nähe zu sein, aber das war nicht einfach für ihn. Jay schien während des Films tatsächlich ziemlich gelangweilt, während ich unglaublich gefesselt war. Die Geschichte war einfach unfassbar gut erzählt und spannend gefilmt. Am Ende spürte ich, wie mir Tränen in die Augen kamen. Der Schwarzhaarige neben mir schien es zu bemerken, denn er legte sanft seine Arme um mich. Alles gut, meinte er und ich nickte. Ja, in diesem Moment war wahrhaftig alles gut. Nach zwei weiteren, meiner Meinung nach nicht ganz so spannenden Filmen, begann es dunkel zu werden. Jay brachte mich ins Internat zurück. Ich fand es echt schön. Der Ältere lächelte mich an und man konnte ihm ansehen, dass er die Worte vollkommen ernst meinte. Ich nickte kurz, ebenfalls lächelnd. Ja, trotz allem war es echt schön gewesen. Ich hatte Zeit mit jemandem verbracht, der mich wirklich zu mögen schien. Wir hatten Spaß gehabt, zusammen gelacht und uns unterhalten. Jay war irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir ja beide auf Zetteln schreiben können. Außerdem war ich auf andere Gedanken gekommen. Also hatte mich von allem ablenken können. Und vermutlich war das, die Ablenkung, das Beste daran. Jay zog mich in eine kurze Umarmung, ehe er mich vielleicht ein bisschen zu schnell wieder losließ. Unsicher grinste er mich an. Naja, ich muss dann los. Er lächelte leicht. Wir sehen uns. Dann fuhr er los. Ich blieb noch eine Weile stehen, sah ihm nach. Es war bereits richtig dunkel und man konnte einige Sterne am Himmel ausmachen. Danke, flüsterte ich Jay hinterher,
aber vielmehr zu mir selber. Denn ich war dem Jungen wirklich dankbar. Er war wunderbar, akzeptierte mich so, wie ich war, ließ nie peinliche Situationen aufkommen, half mir, wo er konnte. Danke, wiederholte ich das Wort und es klang irgendwie schön. Dann wandte ich mich ab. Ich lief in den Wald hinein, hin zu meinem Lieblingsplatz. Flink kletterte ich den Baum hoch, ließ mich auf dem altbekannten Ast nieder und sah ins dunkle Wasser unter mir. Ich sah verändert aus. Auf meinen Wangen hatte sich eine leichte Röte gebildet. Meine Augen waren wach und strahlten eine gewisse Offenheit aus. Ich erinnerte mich an mich selber. An mich vor 3 Jahren. Denn in diesem Moment war ich wieder so sehr ich selbst wie seit einiger Zeit nicht mehr. Das letzte Mal war ich es in der Woche. Damals war ich wirklich fast zu 100% ich selber. Aber wie sich herausgestellt hatte, war es ein Fehler gewesen, ich selber zu sein. Aber heute war es kein Fehler. Heute nicht. Nach ungefähr einer Viertelstunde beschloss ich, zurück zum Internat zu gehen. Ich war gerade den Baum hinuntergeklettert, als ein plötzliches Rascheln mich herumfahren ließ. Meine Augen huschten über die Büsche und erfassten augenblicklich einen schief grinsenden Tim. Trotz des Grinsens wirkte der Braunhaarige ein wenig unsicher. »Was machst du hier?« fragte er nach einer Weile, in der wir uns nur geschockt angestarrt hatten. »Das ist mein Platz«, erwiderte ich ohne jegliche Angst in der Stimme. Denn es stimmte, und das wusste Tim genauso gut wie ich. Dieser Platz war der, wo ich immer hingekommen war, wenn ich nachdenken musste oder einfach alleine sein wollte. Tim jetzt hier zu sehen, war nicht gut. Ich hätte ihm diesen Ort niemals zeigen dürfen. »Was machst du hier?« fragte ich nach einigen Sekunden und sah Tim zögerlich an. Er schien kurz zu überlegen. »Nachdenken«, meinte er schließlich. Ich hob verwundert eine Augenbraue. »Naja«, murmelte der Braunhaarige nach einer Weile. »Eigentlich, ich hatte dich gesucht.« Er seufzte kurz, trat 2 Schritte auf den Baum zu. Ich schluckte hart, spürte, wie nun doch Angst immer aufstieg. »Du warst den ganzen Tag nicht da.« Tims Augen huschten unruhig zu mir. »Ich hatte mich halt gefragt, wo du bist.« Er schüttelte sich kurz. Einige Augenblicke lang herrschte erneut Stille. Dann sah Tim wieder zu mir auf. Seine Augen hatten sich verändert. Wären sie vorher unsicher gewesen, war ihr Ausdruck jetzt kalt und hasserfüllt. »Du hast den Tag mit diesem Jay verbracht. Habe ich recht?« Er sprach Jays Namen aus, als sei er ein Schimpfwort. Zögernd nickte ich. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Tim die Hände zu Fäusten ballte. Er zischte etwas, was ich wie »dieser Idiot« anhörte. Ich spürte, wie die Angst langsam aber stetig in mir wuchs, als er weiter auf mich zukam. »Magst du ihn?« Diese Frage brachte mich vollkommen aus dem Konzept. Wieso wollte er das wissen? Zögerlich nickte ich. Tim nickte ebenfalls. Da machte er schnelle weitere Schritte auf mich zu. Ich wich zurück, stieß gegen den Baum. Tim baute sich vor mir auf. Er war mir nah. So nah, dass ich seinen heißen Atem auf meine Haut spüren konnte. So nah, dass er dieses unbeschreibliche Kribbeln in mir auslösen konnte. Ich hob meinen Blick und unsere Augen trafen sich. In seinen spiegelte sich Kälte wieder. Hass. Aber da war noch etwas anderes. Unsicherheit. Und aus irgendeinem Grund hatten sich Tränen in dem dunklen Braun gebildet. Tim seufzte kurz und stürzte seine Hände an den Baum hinter mir ab, sodass ich nicht mal mehr seitlich hätte ausweichen können. Überleg dir das gut. Ja, meinte er schließlich. Seine Stimme kam mehr als ein Flüstern. Mit diesem Jay. Pass einfach auf dich auf. Ja? Ich schluckte hart bei seinen Worten.
Was meinte er damit? Er mag ja wie ein grausamer Bastard wirken, aber er kann auch ganz anders. Aber ja, du darfst es auch Tim nicht übel nehmen, weißt du? Er meint das nicht so. Tobys Worte kamen immer wieder in den Sinn. Was, wenn er recht hatte? Was, wenn Tim das alles wirklich nicht so meinte? Plötzlich spürte ich etwas an meiner Wange, das ich schnell als Tims Hand identifiziert hatte. Seine Hand war rau, aber angenehm warm. Sanft strich er mir über die Wange, seufzte kurz. Es fühlte sich an, als würde seine Hand ein Feuer in mir entfachen. Mein Herz raste verräterisch schnell in meiner Brust. Vorsichtig berührten Tims Finger meine Wange, strichen über meine Lippen. Ich spürte die Gänsehaut, die sich auf meinem Körper ausbreitete. Und dann war seine Hand viel zu schnell wieder weg. Sofort erfüllte mich Kälte und das angenehme Kribbeln verschwand. Tim ballte seine Hand wieder zu einer Faust und als ich zu ihm emporsah, waren seine Augen wieder kalt. Er trat einen Schritt zurück und kurz dachte ich, er wollte von mir ablassen. Als er ausholte und seine Faust an meiner Brust traf. Vollkommen überrumpelt davon hatte ich keine Zeit mehr gehabt auszuweichen. Ich schnappte nach Luft, als sich der Schmerz in mir ausbreitete, ging sofort in Abwehrhaltung, versuchte meinen Körper bestmöglich zu schützen. Wieso tat er das so plötzlich? Gerade war er so ruhig gewesen, so sanft. Und plötzlich schlug er mich. Meine Gedankengänge wurden urplötzlich unterbrochen, als er mich erneut traf. Dieses Mal am Arm. Schmerz begann in meinem Arm zu pochen. Verzweiflung stieg in mir hoch. Ich spürte, wie Tränen sich in meinen Augen zu bilden begannen. Der Tag hatte so schön begonnen. Tim war gerade sogar fast nett gewesen. Und dann machte er alles mit einigen simplen Schlägen zunichte. Pass auf dich auf, ist auch eine Art, ich liebe dich zu sagen. Schau bei Kritzelkiste vorbei, schau bei Drachenmädchen vorbei, lass Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.